Ja, herzlich willkommen wieder zurück im Saal. Nun ist die große halbe Stunde von Katrin Lompscher. Wir haben ja jetzt schon einen recht umfassenden Überblick, nicht nur über Wohnen und Mieten, sondern auch die Herausforderungen der Stadtentwicklung in Berlin bekommen in den letzten anderthalb Stunden. Und die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher darf natürlich auch etwas dazu sagen. Ich bitte Sie herzlich auf die Bühne. Ich dachte erstmal, wir sind nur zu zweit auf der Bühne. Frau Lompscher, Sie hatten ja, es wurde Ihnen ja attestiert, dass Sie kein leichtes Arbeitsfeld haben. Der Tanker, der jetzt zumindest in der richtigen Richtung steht, aber noch nicht wirklich fährt. Es wurde aber auch gesagt, dass Sie vielleicht noch etwas offensiver Werbung für Ihr politisches Programm machen sollten. Sehen Sie das auch so? Naja, es kommt tatsächlich immer auf den Blickwinkel an. Also ich sag mal, viel Feind, viel Ehr, heißt, man macht offensichtlich auch was richtig. Ich will mal mit zwei Anekdoten anfangen. Vor wenigen Tagen fand im Adlon mit dem sogenannten Immobilienkongress Quo Vadis 2019 von Neuer Dialog so ein Spitzentreffen der Immobilienwirtschaft statt, wo es ja an einem Abend, an dem ich nicht da war, gab es stadtpolitische Initiativen, die dagegen protestiert haben. Am nächsten Tag gab es ein Podium, auf dem saß ich neben dem Baudezernenten von Frankfurt am Main, dessen Name mir schon entfallen ist, Mike Josef, genau, Entschuldigung, und einem Geografieprofessor aus Zürich, der die Moderation hatte ein sehr renommierter Architekt übernommen, der damit anfing, dass ja schon allein die Tatsache, dass ich Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen hieße, bedeuten würde, dass wir ja offensichtlich hier nicht bauen. Er hat vollkommen übersehen, dass diese Amtsbezeichnung exakt die gleiche ist wie in Hamburg. Das war auch damals sozusagen am Ende der Koalitionsverhandlungen sozusagen der Trick, ne, weil Hamburg, SPD, Berlin, SPD, haben wir da Stadtentwicklung und Wohnen, finden die bestimmt super, fanden die auch super, haben wir so gemacht. Ne, also es ist ganz interessant, was so für Legenden gestrickt werden. Also Nicht-Bausenatoren ist das eine, ich rede nicht mit Privaten ist das andere, ich rede zu viel mit Privaten, sagen dann sozusagen die Kritiker, die heute hier im Saal versammelt sind. Man ist in dieser Position, in der ich mich befinde, natürlich sozusagen verschiedenen Interessen ausgesetzt. Die zweite Anekdote, die ich erzählen möchte, ist letzter Freitag, 22. Februar, Sonderbauministerkonferenz zur Umsetzung der Ergebnisse des Wohngipfels. Da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viele Anträge stellen, pro Land höchstens einen. Und wir haben uns gedacht, wir stellen wieder den Antrag im § 172 BauGB, der die Milieuschutzgebiete betrifft, den Absatz zu streichen, wonach eine Umwandlung einer Miete in eine Eigentumswohnung zu genehmigen ist, wenn der Käufer sich verpflichtet, sie 7 Jahre lang nur den Mieterinnen anzubieten. Einen solchen Antrag haben wir bereits als Bundesratsinitiative gestellt und haben dort eine krachende Niederlage erlitten. Also wir konnten gerade noch die links mitregierten Länder, Thüringen und Brandenburg, ich glaube nur Thüringen, überzeugen, dass sie also irgendwie auch dafür sind. In der Sonderbauministerkonferenz konnten wir es auch nicht abstimmen, weil klar war, dass die B-Länder dagegen sein werden, also die CDU-geführten Länder. Aber die A-Länder, die SPD-geführten Länder, haben diesmal alle erklärt, dass sie das Anliegen teilen und dass sie sich wünschen, dass bei der anstehenden Novelle des Baugesetzbuches eine solche Regelung kommt. Und es ist auch angekündigt worden, dass der Bund, also Bauministerium und Justizministerium, schon Anfang April einen entsprechenden Vorschlag vorlegen wird. Daraufhin habe ich dann eine Abstimmung vermieden, weil ich mir dachte, eine Ablehnung in der Sonderbauministerkonferenz wäre jetzt irgendwie doof. Deshalb haben wir es also vermieden. Seehofer ist auch ein gutes Stichwort. Also wenn selbst Politikern wie Seehofer inzwischen ohne Fehler über die Lippen kommt, die Wohnungsfrage ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts, dann hat sich hier tatsächlich was gedreht, dann hat sich was verändert. Und dann hat sich die Situation
im Wohnungssektor in einer Weise verändert, und zwar infolge der Deregulierung seit den 80er Jahren, der Globalisierung, die ja schon viel weiter geht, und der im Ergebnis der Finanzkrise aufgetretenen verschärften Finanzialisierung des Wohnungssektors. Da ist also allen deutlich, es kann so nicht weitergehen. Und wenn wir sagen, was zeichnet jetzt also eine linke Stadt- und Wohnungspolitik aus, dann würde ich sagen, linke Stadtpolitik muss das Recht auf Wohnen gewährleisten. Sie muss die Stadt für alle lebenswert halten. Und sie muss mit der Stadtgesellschaft gemeinsam diese Aufgaben in Angriff nehmen. Klingt schlicht, ist kompliziert. Einige Thesen am Anfang. Aufgrund der politischen Verhältnisse in Berlin ist davon auszugehen, dass es diese politische Gemengelage in der Koalition über 2021 hinaus geben wird. Also möglicherweise in anderer Reihenfolge. Aber ehrlich gesagt ist am Horizont kein anderes politisches Regierungsbündnis zu sehen. Deshalb sind wir schlecht beraten, jetzt über Halbzeiten zu reden und uns schon wieder in irgendwelche Stellungskriege zu begeben. Tendenzen dafür sind ja zu sehen. Sondern wir müssen tatsächlich an einem gemeinsamen rot-rot-grünen Berlin-Projekt arbeiten. Vollkommen korrekt stimme ich Harald Bodenschatz zu. Zweite These. Die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen waren von einer gewissen Euphorie getragen. Und sie waren jetzt auch nicht von allen so begeistert gefeiert wie von Linken, Grünen und Stadtgesellschaft. Es gab auch Teile der Koalition, die damit weiterhin schwer zu kämpfen haben. Und dieses damit weiterhin schwer zu kämpfen haben, also auch wichtige Infrastruktur- und Gestaltungsressorts an andere Koalitionspartner abgeben zu müssen, ist immer noch ein Verlust, der sich im Politikbetrieb bemerkbar macht. Drittens, die Schwäche der SPD ist ja jetzt keine Schwäche der Berliner SPD, sondern es ist eine Schwäche der SPD. Und diese Schwäche der SPD verhindert aber genau den hier so vermissten gemeinsamen positiven Aufbruchdiskurs, sondern da sind auch Überlebenskämpfe, da sind Selbstbehauptungskämpfe, da sind Auseinandersetzungen, die wir im Alltag sozusagen einfach immer mit in die einstellen müssen und wo es eben mitunter gar nicht von Vorteil ist, wenn man so selbstbewusst bejubelt, was man jetzt großartig vorangebracht hat, sondern wo auch eine mitunter vornehme Zurückhaltung die richtige Position sein könnte, weil man hat es ja so oder so gemacht, egal wie jubelnd man darüber spricht. Ich glaube, die Berliner Linke ist deshalb im Konzert der Landesverbände der Linken deshalb so erfolgreich, weil sie radikal realistisch ist. Und ich glaube auch, dass man nur mit einer solchen Herangehensweise tatsächlich Glaubwürdigkeit behält und Erfolge erarbeiten kann. Dass das keine Arbeit ist, wissen wir. Als Katalin noch bei mir gearbeitet hat, habe ich immer gesagt, Politik ist mehr als Propaganda. Wir müssen sagen, was ist. Wir müssen sagen, wo wir hinwollen. Und wir müssen auch sagen, wie wir dahin kommen wollen. Und wenn wir diese Fragen nicht beantworten, dann nimmt uns keiner ernst. Und zu diesem Diskurs bauen, bauen, bauen oder soziale Stadtentwicklung, das finde ich hochgefährlich. Weil wenn wir die Wohnungsversorgung gewährleisten wollen in dieser Stadt, dann besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass wir dafür Wohnungsneubau brauchen. Natürlich nicht irgendwelchen, das ist vollkommen klar. Also bauen, 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 im Sinne von egal was, lehne ich auch ab. Aber es ist völlig klar, dass der Wohnungsneubau ein wesentliches Element der Stadtentwicklungspolitik hier in Berlin sein muss und dass das Wohnen im Übrigen ja auch einer der wesentlichen Faktoren der Stadtentwicklung und des Städtebaus ist. Und deshalb ist es auch richtig, nicht nur über Wohnungspolitik zu reden, sondern auch über Stadtentwicklung und Stadtplanung. Wenn das sozusagen so als Grundkonsens anerkannt werden könnte, dann kann man sich darüber unterhalten, wie weit ist man schon gekommen und wo muss man hin. Insofern bedanke ich mich ausdrücklich bei allen Vorrednern hier, die ja das Feld sehr weit aufgespannt haben, die ja gezeigt haben, dass im Prinzip jede Entscheidung über eine Straßenkreuzung darüber mitentscheidet, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht.
Jetzt ist es zwar nicht meine Entscheidung, sondern die wird entweder im Bezirk oder im anderen Haus oder sonst wo getroffen. Und wenn man sich darüber beklagt, dass jetzt laufende Bauprojekte sozusagen diese neuen Intentionen noch nicht enthalten, dann hat das natürlich auch damit was zu tun, wie lange die Systemzeiten sind. Also wir streiten uns zum Beispiel aktuell darum, und das mache ich auch sehr ernsthaft, können wir bei neuen Wohnungsbauvorhaben der städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die erst Ende letzten Jahres, also im November 2018, veröffentlichten neuen Richtlinien der Regenwasserentwässerung noch berücksichtigen, ja oder nein? Da ist die Antwort ganz einfach. Wenn wir es tun, dann dauert es länger, dann schaffen wir weniger, dann verfehlen wir noch mehr den Koalitionsvertrag. Wenn wir es nicht tun, setzen wir uns der Kritik aus, die ökologische Stadtentwicklung sozusagen nicht ausreichend voranzubringen. Und das sind sozusagen die permanenten Diskurse und Widerstände und Entscheidungen, die zu treffen sind. Das ist nicht so einfach, aber das gehört sozusagen zum normalen Tun. Und wenn ich jetzt mal sage, was haben wir schon geschafft, dann ist klar, und ich glaube, das war auch eine der wichtigsten Dinge, und die werden auch sozusagen in der Gesellschaft weit über Berlin hinaus wahrgenommen, die Neuausrichtung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, auch in ihrer jetzigen Rechtsform, ist sehr weit vorangetrieben. Und ich verteidige die immer so ein ganz klein bisschen vor dem noch althergebrachten Vorwurf, das wären ja alles irgendwelche Manager, die irgendwie nur vom Sparen kämen und vom Geld verdienen. Nein, das sind sie nicht. Sie haben sehr klar adressiert, dass sie erwarten, dass der Gesellschafter klare Orientierung gibt und dass der Gesellschafter in dem Fall, man kann sozusagen aus wirtschaftlichen Gründen bestimmte Dinge nicht ohne Unterstützung machen, dass der Gesellschafter dann auch diese Unterstützung gibt. Und das finde ich in Ordnung. Dass wir unterwegs bei über 300.000 Wohnungen mit dem Ziel, über 400.000 zu erreichen, dass wir da das eine oder andere Thema unterwegs auch noch diskutieren müssen. Es ist ja das Thema Vertragshäuser zum Beispiel genannt worden. Das betrifft, glaube ich, insgesamt 20 Häuser. Lass es in jedem Haus 50 Wohnungen geben. Dann ist es natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, was den kommunalen Wohnungsbestand insgesamt angeht. Und trotzdem ist klar verabredet, dass auch Projekte der Mieter-Selbstverwaltung Eingang finden sollen in die Unternehmenspolitik der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Und das ist bei jedem einzelnen Projekt kompliziert. Wenn hier vorhin die Berliner Politik als Tanker beschrieben worden ist, dann glaube ich, ist die Wohnungswirtschaft noch ein viel größerer Tanker. Weil sie arbeitet ja auch mit Produktionsmitteln, die 100 Jahre und länger halten sollen. Und deshalb ist es auch nicht so ganz trivial zu sagen, wir ändern jetzt mal flugs die Rechtsform, und haben dort sozusagen, das hat ja Voraussetzungen und Folgen, Bilanzierungen, Steuern, alles Mögliche. Deshalb bin ich als radikal realistische Senatorin, die weiß, dass ihre Legislatur zumindest bis 2021 geht, daran interessiert, mich mit den Dingen verschärft zu beschäftigen, wo ich jetzt Ergebnisse produzieren kann. Die anderen Diskussionen soll man gerne führen, aber das sind nicht meine prioritären Alltagsaufgaben. Finde ich nicht ganz unwichtig. Wenn wir sagen Wohnraumschutz, Raumrückeroberung oder Zweckentfremdung von Wohnraum beenden, dann können wir festhalten, wir haben die gesetzlichen Grundlagen dafür deutlich verbessert. Was wir aber noch nicht ausreichend verbessert haben, ist natürlich die Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit der kommunalen Behörden auf Bezirksebene. Da ist nach wie vor, gibt es Verständnisprobleme, gibt es Ausstattungsprobleme, gibt es Personalengpässe. Berlin kommt ja aus einer Phase des Sparens und des Personalabbaus, der allgemeinen Frustration. Und diese Phase hat tiefe Spuren hinterlassen. Das darf man wirklich nicht geringschätzen. Und dieser Aufbruch 2016, der kommt mir manchmal so vor wie der Aufbruch 2001. Damals ist ja nach dem Bankenskandal und dem Volksbegehren rot-rot, also unverschämterweise, Stadtregierung geworden. Und da hatte man auch ganz große Pläne. Da war gerade erschienen die Berlin-Strategie, finanziert von der EU, parallel in London, Berlin und Wien. Gab es also ganz tolle stadtpolitische, stadtgesellschaftliche Rahmensetzungen, Wissenschaftler, Initiativen, also vermutlich wäre es sowas Ähnliches, wenn wir heute sowas wieder machen, Berlin-Strategie, das ist ja verabredet, dann muss man sich dieses Ergebnis von 2000 nochmal angucken. Und diese Strategie ist de facto zur Ecke auf die Seite gelegt worden, weil die Rahmenbedingungen dafür einfach nicht da waren. Und wir haben ein Stück weit wieder diese Situation, dass die Rahmenbedingungen
nicht dafür ausreichen, dass man diese ganz großen Schritte jetzt also sofort geht. Wir haben einen riesen Nachholbedarf, nicht nur in der Verwaltung und deren Modernisierung und deren Funktionsfähigkeit, in der Infrastruktur, in der Schaffung von Wohnraum, was ja bis 2014 de facto nicht stattgefunden hat in öffentlicher Verantwortung, muss man sich ja auch klar machen. Genossenschaften haben immer ein bisschen gebaut, aber nie viel. Also es ist auch nicht kompensiert worden. Und der private Wohnungsbau, wissen wir, leistet keinen Beitrag zur sozialen Wohnraumversorgung, es sei denn, wir binden ihn mit den Mitteln des Berliner Modells oder anderen und verpflichten wir ihn zumindest teilweise auf diese Gemeinwohlorientierung. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Wir haben den Wohnungsbau, da kann man jetzt auch mal anerkennen, dass das vor dieser Legislatur angefangen hat, wir haben den kommunalen Wohnungsbau wieder in Gang gebracht und wir stellen das fest, dass unterwegs durchaus diverse Lernprozesse notwendig und erforderlich sind. Aber wir stellen uns dem. Und wir wissen auch, dass wir mit Widerständen umgehen wollen. Wenn man die Stadt weiterbaut, dann baut man sie im ökologischen Sinne natürlich intern weiter. Und intern meint jetzt sozusagen innerhalb der Stadtgrenzen, meint jetzt nicht nur innenstadtorientiert, weil die großen Neubaupotenziale haben wir sowieso nicht in der Innenstadt, sondern die haben wir in den äußeren Bezirken. Und trotzdem müssen wir bei allen diesen Projekten natürlich mit Schwierigkeiten und Widerständen umgehen und werden häufig dafür kritisiert, dass wir es ja irgendwie genauso machen wie die vor uns. Und dann weise ich immer darauf hin, nein, wir machen es nicht genauso. Wir haben unsere kommunalen Wohnungsbaugesellschaften verpflichtet, 50% ihres Wohnungsbestandes zu den Bedingungen des geförderten Wohnungsbaus zu errichten und die übrigen 50% zu Durchschnittsmieten maximal 10 Euro. Jetzt könnte man sagen, 10 Euro ist zu viel, für viele stimmt das, aber es gibt auch welche, die es zahlen können. Und es muss ja auch ein wohnungswirtschaftlich tragfähiges Modell insgesamt rauskommen. Das Thema Mitgestaltung, Planungskultur, Bürgerbeteiligung, Partizipation, Koproduktion ist ja eigentlich, sind wir ja alles immer schon einen Schritt weiter. Und da stellt sich für eine linke Stadtpolitik auch nicht die Frage, macht man das oder macht man das nicht. Vollkommen richtig erkannt, Berlin ist in einem rebellischen Dauerzustand. Eine linke Politik, die das nicht macht, die wird einfach nach Hause geschickt. Und deshalb haben wir gar keine Alternative zur Ausgestaltung der Partizipation, sondern wir haben eher die Herausforderung, es so zu machen, dass wir gleichzeitig sozusagen auch den Entwicklungsanforderungen dieser Stadt gerecht werden, dass wir also gleichzeitig diskutieren und gleichzeitig planen und gleichzeitig bauen. Das ist sozusagen die hohe Schule, die mehr oder weniger gut gelingt. Mit der städtebaulichen Qualität und der Gemeinwohlorientierung, weil wir bauen Stadt, auch wenn wir eine Wohnung bauen, wenn wir eine Kita bauen, wenn wir einen Platz umbauen, dann bauen wir Stadt. Müssen wir es also integriert denken, sollten also eine Vorstellung davon haben, dass es auch drumherum um das jeweilige Projekt etwas gibt und dass es einen über den sozialen Anspruch hinaus auch einen baukulturellen Anspruch geben muss an jedes städtebauliche Projekt. Da ist die Erfahrung, dass wir das selbst im eigenen Kreis sozusagen nicht immer die Gleichrangigkeit dieser Ziele gut vertreten können, aber das ist mir ganz wichtig, dass wir das tun, weil die Stadt existiert sozusagen über uns hinaus und sie gibt dann auch irgendwann Zeugnis davon, was wir hier geschafft haben oder was wir eben nicht geschafft haben. Und ein ganz wichtiges Thema, dass wir Berlin als Teil einer Region begreifen, dass wir die Stadtregion Berlin-Brandenburg tatsächlich in den Blick nehmen und nicht nur darüber reden, sondern auch konkrete Verabredungen treffen. Das scheint mir besonders wichtig zu sein. Und zwar nicht, dass wir unser Wachstumsproblem irgendwie in die Weiten Brandenburgs exportieren. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, das Wachstum der Städte wird sozusagen kontrastiert von der Entleerung der ländlichen Räume. Das heißt, wir müssen auch als Stadt einen Beitrag leisten zur regionalen Stabilisierung und zum Ausgleich im Raum. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir diese Kooperation mit Brandenburg auch mit Blick auf 2020, 100 Jahre Groß-Berlin, was können wir davon lernen, dass wir das sehr, sehr ernsthaft betreiben. Dass Berlin jetzt wieder investiert, dass ein Jahrzehnt der öffentlichen Investitionen ausgerufen worden ist, und zugleich immer auch schon wieder ein bisschen auf die Bremse getreten wird wegen der Schuldenbremse ab 2020, zeigt uns, dass wir der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, der ist auch mit Risiken versehen. Das darf man nicht geringschätzen. Das wird auch noch Diskussionen erfordern über den Zeitraum 21 hinaus.
Und wenn man sagt, wo will Berlin hin? Die Frage fand ich ja richtig, zu sagen, wir können nicht nur unsere Einzelthemen nebeneinander legen und dann fragen, was haben wir davon erreicht oder wie weit sind wir unterwegs gekommen, sondern es muss schon in eine Gesamterzählung passen. Deshalb ist mir auch so wichtig, dass wir mit dem Thema Berlin-Strategie, hat der Senat beschlossen, dass er sie jetzt auflegen will, hat beschlossen, was ich richtig finde, dass die Senatskanzlei dafür federführend ist, dass es also ein Gesamtwerk sein muss dieser Koalition und dass es eigentlich vom regierenden Bürgermeister der Masterplan sein muss, den er vertritt und dass natürlich die Stadtentwicklungsverwaltung dazu einen wesentlichen Beitrag zu leisten hat. Ne, also mir ist es am liebsten, mir Berlin vorzustellen als soziale Metropole, dass wir anerkennen, wir haben eine nicht nur regionale, sondern internationale Ausstrahlung als Stadt. Also wer will das bezweifeln? Und daraus resultieren auch bestimmte Entwicklungsansprüche. Und dass wir aber zugleich uns weiterhin unterscheiden von den anderen internationalen, globalen Städten, dass wir eben dafür sorgen, dass man in dieser Stadt auch künftig wohnen kann, wenn man wenig Geld hat, dass man in dieser Stadt auch künftig wohnen kann, wenn man älter wird, dass man in dieser Stadt auch künftig Kinderbetreuung, Schulen und so weiter alles vorfindet und das nicht nur in irgendwelchen abgedrängten Vororten, sondern die Berliner Mischung als das, was Berlin auszeichnet, sozusagen fortschreibt ins 21. Jahrhundert. Leistbar soll sie sein, innovativ ist sie sowieso. Ne, innovativ ist dann eher die Frage, wie gelingt es der Politik aufzugreifen, die vielen innovativen Ansätze, die diese Stadt ja bietet, tatsächlich zu überführen in eine Stadtstrategie und die Vielfalt tatsächlich auch als Humus zu benutzen. Ne, also wir sehen sogar heute hier auf dem Podium, wir sind eigentlich eine sehr internationale Stadt und trotzdem unterhalten sich immer die Weißen darüber, was die Zukunft bringen soll. Möglicherweise ist die Stadt schon in 5 Jahren sozusagen gar nicht mehr so weiß wie heute hier in diesem Saal. Und dass man das sozusagen einbezieht in die eigenen Überlegungen, scheint mir auch sehr wichtig zu sein. Wir haben das Thema Masterplan 50%, haben wir indirekt umgesetzt im Stadtentwicklungsplan Wohnen, der derzeit in einer Ressortabstimmung ist. Wir haben gesagt, wenn wir einen Wohnungsbedarf begründen können anhand der Bevölkerungsprognosen von um die 200.000 bis 2030, dann wollen wir, dass 50% dieses Wohnungsbaus gemeinwohlorientiert errichtet wird. Und dann wissen wir, dass wir das alleine mit den städtischen Gesellschaften nicht schaffen, sondern da brauchen wir auch andere Träger. Da brauchen wir junge Genossenschaften, da brauchen wir alte Genossenschaften, da brauchen wir vielleicht Träger, die es noch gar nicht gibt. Und da müssen wir auch diese Widerstände, die es tatsächlich gibt, in der Diskussion des jeweiligen Selbstverständnisses, müssen wir dann auch sozusagen, wir müssen es austragen, wir müssen sie überwinden. Weil die Städtischen allein werden es nicht schaffen. Ne, sie tun viel, aber es wird nicht reichen. Und wie wir zu einer Gemeinwohlorientierung im Wohnungsbestand kommen, da haben wir jetzt inzwischen die Erfahrung gemacht und da ist es eigentlich ganz schön, dass nach 2 Jahren Kampfdiskurs, ja, so kann man es ja nennen, mit der SPD ist jetzt Bauen, Bauen, Bauen das Einzige oder gibt es auch noch was anderes. Ich habe immer gesagt, wir brauchen einen Dreiklang aus leistbarem Wohnungsneubau, aus Rekommunalisierung und aus Mietenregulierung. Ne, bei der SPD klingt das jetzt ein bisschen einfacher, da heißt es Bauen, Kaufen, Deckeln. Ist aber dasselbe. Ist dasselbe, würde ich als Lernerfolg verbuchen. Und sage mir, beim Deckeln haben wir ein Problem. Beim Deckeln stoßen wir nämlich an die Grenze, die uns bundesrechtlich gesetzt ist, dass das Mietrecht, anders als jetzt in manchen Diskussionen behauptet wird, ist Bundesrecht. Das heißt, wir brauchen eine ganz andere bundesweite Ausstrahlung, Sichtbarkeit und Hörbarkeit, um das Thema der im Prinzip existenzbedrohlich steigenden Mieten in den Städten tatsächlich bundespolitisch auf die Agenda zu heben. Und wenn ich jetzt hier sehe, dass die Vorbereitungen für den Europawahlkampf und den Bundestagswahlkampf eben darin gipfeln, dass man sagt, man will jetzt bei der Maklercottage sozusagen, dass es auch der Besteller bezahlt, da sage ich jetzt mal, okay, das wird uns da jetzt, das ist ganz bestimmt nicht falsch, weil es ist immer gut, wenn der bestellt, bezahlt, aber das hilft uns natürlich kein bisschen bei dieser Frage. Also hier brauchen wir auch, und da hat Berlin eine besondere Rolle, und ich finde, die müssen wir auch deutlicher machen, nicht nur als Stadtentwicklungssenatorin. Ich gehe gern im Bundesrat mit 1:15 nach Hause und dann habe ich die Fahne Berlins hochgehalten. Ja, aber damit ist ja nichts gewonnen, sondern wir müssen tatsächlich Wege finden,
die großen Städte und ihre Probleme zur Sache sozusagen bundespolitischer Veränderungen zu machen. Ne, und deshalb freue ich mich sehr, dass Hamburg auch im Raum ist und bestimmt sind andere große Städte auch im Raum. Diese Aufgabe haben wir noch zu leisten. Ne, es ist eine großartige Entwicklung und die geht in Berlin ja schon Weilchen, Also wenn man sagt, wir sind die Stadt der Bürgerentscheide und Volksbegehren, dann könnte ich mal sagen, wir waren es ziemlich lange und dann waren wir es ganz lange nicht und dann sind wir es seit 2008 wieder, nämlich mit dem Bürgerentscheid Mediaspray versenken. Das ist sozusagen für mich wahrnehmbar der Moment gewesen, an dem sich stadtpolitisches Bewusstsein sozusagen wieder artikuliert hat. Und das hat dazu geführt, dass wir einen runden Tisch Liegenschaftspolitik haben, dass wir den Volksentscheid Tempelhof hatten, dass wir den Mietenvolksentscheid hatten, dass wir das Verkaufsstopp für die städtischen Immobilien, das ist der Politik abgetrotzt worden. Muss man ganz klar so sagen, sonst wäre es nicht passiert. Ohne diese stadtpolitische Grundierung wäre Rot-Rot-Grün nicht möglich und deshalb wäre Rot-Rot-Grün auch ganz schlecht beraten, wenn sie die sozusagen die Fühlung verlieren würden. Also bei mir konkret sieht es so aus, dass ich regelmäßig mit stadtpolitischen Initiativen auch zusammensitze und natürlich ist völlig klar, die wollen immer mehr, als ich gerade kann. Manchmal erkläre ich auch meine Rolle, dass ich eine andere Rolle habe, aber wir sind uns immer einig, dass wir im Prinzip das Gleiche wollen. Und das finde ich auch ganz wichtig, das als Verlaufsform festzuhalten. Deshalb habe ich es auch abgelehnt hier sozusagen, alle stellen Fragen und ich antworte, sondern ich gebe hier mal so einen Zwischenbericht und ich sage, dass wir eine gewisse Schwäche haben Teamgeist in der Koalition, das ist so, das kann man aber auch erklären. Und das soll einen aber nicht davon abhalten, sozusagen sein Programm zu verfolgen. Und wir müssen schauen, dass wir als Formation, als rot-rot-grüne Formation, die Themen sozusagen besser bearbeiten, die bisher zu blass gewesen sind. Und die Vorstellung, wir können Berlin sozusagen alles schenken und zwar sofort, die ist falsch. Wir müssen sozusagen einen Weg beschreiben, der sozusagen auch messbare Erfolge produziert, an dem wir, und natürlich ist ein grün gestrichener Radweg auch ein Erfolg. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, die Verkehrserschließung für ein neues Wohngebiet zu realisieren, dann, sage ich mal, relativiert sich dieser Erfolg. In dem Sinne finde ich, wir sind nicht schlecht unterwegs, aber da wir über 2021 hinaus regieren müssen, ob wir wollen oder nicht, haben wir auch noch ganz viel zu tun. Vielen Dank.